Heute ein leckerer mediterraner Nudelauflauf mit Parmesankäse, Brokkoli und alle anderen. Und dazu werden wir brauchen, ich habe da in Hand eine Rezepte. Ja, Brokkoli 300 Gramm, die habe ich schon 3 Minuten in heißem Wasser gekocht. Das sind Brokkoli-Röschen. Dann werden wir brauchen 200 Gramm Kirschtomaten. Dann eine Packung Kochschinken, das ist 200 Gramm. Parmesan, Käse, eine Becher Schlagsahne. Später noch werden wir brauchen 2 Eier. Und ja, Gewürze. Hier habe ich Nudeln gekocht, Penne, das sind 300 Gramm. Die habe ich schon ja so al dente gekocht. Und jetzt werde ich machen die Soße. Da gebe ich die Schlagsahne, also 200 Milliliter. Dann kommen 2 Eier dazu. Vermische ich das. Die Schinke habe ich in kleine Stückchen geschnitten. Zu der Soße gebe ich noch ein bisschen süße Paprika, Pfeffer, Salz. Genau, die Schinken habe ich in kleine Würfel geschnitten. Also das sind Scheiben. Die Schinke war in Scheiben. Habe ich einfach klein geschnitten. Tomaten habe ich halbiert. Und 100 Gramm Parmesankäse gerieben. Da gebe ich zu dieser Soße ein bisschen Parmesankäse. Da habe ich Kräuter. Ja, so 2 Esslöffel grüne Kräuter, Petersilie, sowas. Hier habe ich meine Auflaufform mit Öl eingefettet. Da kommen jetzt rein eine Schicht Nudeln. Meine Form war zu klein, deswegen habe ich nicht alle Nudeln benutzt. Und jetzt werde ich die Brokkoli da verteilen, Schinken, Tomaten und da kommt die Soße. Ich habe da ja nur Hälfte von der Soße gegeben und dann kommt wieder eine Schicht von Nudeln und wieder das gleiche, die Schinken, Tomaten, Brokkoli und die Soße und da drüber oben kommt Parmesankäse. Es ist wichtig, dass das Parmesankäse ist, weil sonst wäre das nicht so schmecken, wie es schmecken sollte. Schinken habe ich nicht alle benutzt, weil das war mir zu viel. Und das wird dann gebacken bei 200 Grad, oben Unterhitze. Ich habe das mit Alufolie zugedeckt noch 30 Minuten ungefähr. Da ist schon meine Nudelauflauf fertig. Da habe ich schon ein bisschen meine Tochter gegeben, eine Portion. Die Nudelauflauf war lecker. Da muss ich ein bisschen warten, ja, so 10 Minuten, bis das ein bisschen abkühlt, dass sich das zusammen noch hält. Ja, aber das geht ja sowieso auseinander. Aber es schmeckt trotzdem lecker und ich werde das euch empfehlen. Ja, und ich hoffe, meine Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.